Ich möchte euch vielleicht trotzdem noch mal ganz kurz ein bisschen auf ein ernsteres Thema zurückführen. Das hat etwas damit zu tun, dass ich mir die Frage gestellt habe, wie können eigentlich Staaten wie beispielsweise Deutschland oder Staaten wie beispielsweise die USA oder Russland oder egal wer, wie können die eigentlich Kriegserklärungen gegeneinander machen? Ja, Kriegserklärung. Davor gab es ja scheinbar irgendeine Art Friedensvertrag oder so. Also ich glaube, irgendwas muss es ja vorher schon geben oder Übereinkunft, dass man sich nicht angreift gegenseitig oder so. Ne? Und dann habe ich mir die Frage gestellt, warum können eigentlich nur Staaten Friedensverträge schließen untereinander? Weil die werden es nicht machen. Ja. Also warum können wir eigentlich nicht Friedensverträge schließen? Stellt euch mal vor, wir alle, die wir da sitzen, ja, unterschreiben jeder für sich einen Vertrag mit allen Völkern dieser Welt, wo drinnen steht, ich werde dich nicht angreifen, um deine Ressourcen zu klauen. Ich werde dich nicht angreifen, um mich an dir zu bereichern. Ich werde dich nicht angreifen, um dich zu unterdrücken. Ich werde mich maximal verteidigen, aber auch nur dann, wenn wir vorher darüber gesprochen haben, was da eigentlich abgegangen ist in einem Konflikt. Und ansonsten werde ich dich in Ruhe lassen und wir werden in Frieden und in Dialog miteinander leben. Warum geht das nicht? Stellt euch mal vor, hunderttausende Menschen weltweit aus diversen Nationen würden gegenseitig solche Friedensverträge miteinander schließen. Dann können die Staaten einpacken. Wie willst du denn da in diesem ganzen Vertragsgeflecht noch unterscheiden, wen du jetzt eigentlich angreifen darfst und wen nicht? Du kannst heimgehen. Du kannst daheim bleiben. Du kannst die ganzen Waffen wegschmeißen, kannst es verschrotten und kannst in den Garten gehen zu deinem Hund und kannst mit in Gasse gehen. Na ernsthaft, warum machen wir das nicht? Und genau das habe ich mir gedacht, warum machen wir das nicht? Und deswegen möchte ich jetzt in den nächsten Wochen, ich möchte das auch noch, das Ganze noch juristisch auch abklären, wie es genau ausschauen muss und so weiter. Ich möchte in den nächsten Wochen eine Art Petition starten, die aber mehr ist als eine Petition. Eine Petition ist etwas sehr Unverbindliches, sondern eine Art Massenvertragsabgabe. Eine Massenfriedensvertragsabgabe, wo ich dann alle von euch, die ihr hier sitzt und steht, einladen werde, euch das durchzulesen und zu sagen, na, das finde ich gut, das kann ich durchaus vielleicht auch unterschreiben, dass ich die Syrer nicht angreifen werde. Und werde euch dazu dann einladen, das zu machen. Jeder, der da mitmachen möchte oder vielleicht auch juristische, also einen Juristen kennt oder da Connections hat, meldet euch bitte einfach bei mir. Ich hoffe, das kommt auf die Beine. So, danke. Jetzt kommt noch das Schlusswort von David. Und ansonsten sage ich, ihr seid super.